Jo, was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor wir in das eigentliche Video reingehen, will ich meinen neuen Partner Eneba vorstellen. Da bekommt ihr gefühlt alles. Also ihr kriegt hier, wie ihr im Hintergrund seht, PSN-Karten. Nicht nur aus Deutschland, also Deutschland kriegt ihr, ihr könnt aber hier an der Seite, wie ihr seht, alles mögliche aus. Wenn ihr von der Schweiz könnt ihr PSN-Xbox-Karten für die Schweiz holen. Wenn ihr aus Österreich kommt, könnt ihr PSN-Xbox-Karten für Österreich holen. Oder halt, ja, je nachdem, wo ihr kommt, die haben gefühlt wirklich auf der ganzen Welt alles. Also wenn ihr jetzt in Amerika lebt, könnt ihr das auch holen. Die haben alles hier, PSN-Karten, günstiger, als wenn ihr die im Laden kauft, wie ihr seht. Und ja, die haben nicht nur PSN-Karten, die haben auch Spiele. Also ihr seht hier GTA, Fall Guys, die haben auch wahrscheinlich das neue FIFA. Also die findet ihr alles hier oben. Also nicht nur PSN und Xbox, die haben auch Nintendo. Also alles ist da zu finden und für den günstigsten Preis im deutschen Markt. Und ja, wenn ihr irgendwas auch sucht, checkt gerne nebenbei in der Videobeschreibung ab. Ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Wir haben gestern nochmal krass gezogen, muss man sagen, ne? Also, wer es nicht gesehen hat, ja, ich mache nochmal irgendwie so eine Rückblende, vielleicht daraus ein Video mache. Wir haben gestern nochmal krass gezogen eigentlich. Hey, mal. Oh, Vinicius. Not bad. Jetzt kennt ihr mir alle, die dir noch fehlen, Alter. That's not bad, I take it. Vinicius, Digga, wer fehlt uns noch in der Liste? Digga, jetzt kommt, jedes Mal, wenn ich streame, gönnen die mir auf einmal. Nach dem Motto, hier hast du doch dein Content, Urlaub zu sagen. Und dann, wenn ich zurückkomme, mache ich, glaube ich, noch einen Abschluss. Dann sind wir durch, glaube ich. Oder? Weil, wenn ich zurück bin ins Fettcenter. Ja, ist durch dann, das ist durch. Ich glaube, das ist morgens die vorletzte WL, die wir spielen dann. Hä, nicht mal schlecht. Rashford Nord. Ah, die gönnen ja, die gönnen echt noch zum Abschluss. Hä? Okay, 3, 2, 1. Open this shit up. Bing bong. Eusebio noch möglich. Okay, das sieht gut aus. Ausdauer ist sehr, sehr gut. Oh, das ist Eusebio-Chat. Ne, oder? Das ist Eusebio, oh mein Gott. I guess not bad. Not bad at all, I guess. Ja, nicht schlecht, Chat. Holy shit, man. Digga, heute ist mein Packlack echt nicht so schlecht gewesen. Einfach. Der teuerste Spieler. Wahrscheinlich zu den Zeiten noch war Cruyff. Also ich weiß nicht, ob untrade oder nicht untrade. Trade weiß ich gar nicht. Ich habe nicht mal so krass gezogen. Trade. Das ist wieder Modric, ne? Shape it once. So bad, man. Das sind auch die Captains, die ihr gesucht habt. Habe ich mir die Tau gerade gezogen? Warte mal. Okay, not bad, I guess. Der ist auch nur 60k wert, aber ey, immerhin. Take it. Okay, ich hab eh alle, Chat. Ich hab eh alle. I got everything. Aber für den Content einfach mal, für den Fun. Reece James auf dem Pay to Win bekommen. Und hier ziehen wir. Let me see. Let me fucking see. 3, 2, 1. Ich brauch eh nur Mito. Ah! Oha! Den Kimbembe habe ich nicht. Take it. Jetzt habe ich beide Kimbembe. Ja, das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich beide Kimbembe, Junge. Einfach Kimbembe-Sammlung bei mir. Okay, wenn wir jetzt keinen R9, keinen Peleus oder ziehen, dann gehen wir mit dem Team, was wir eben hatten. Eto'o haben wir zumindest. Not bad. Eto'o ist eine gute Absicherung. Wir können noch Rulle ziehen. Do it. Er ist nicht Rulle. Von Basten. Okay, aber immerhin Eto'o. Tagge Eto'o. Für die Sammlung. Ein Cheeky Eto'o. Ein Cheeky Eto'o. Okay, Chat, gehen wir noch in die vielleicht letzte WL von mir. Könnte sein. Das ist das Team. Wir haben gestern die schon ausgetestet, die drei Verteidiger. Also ich kann schon sagen, T ist sehr, sehr krass. Defensiv und offensiv. Die beiden sind okay, nicht schlecht, aber kann jetzt schon einen kleinen Spoiler raushauen. Der gute Rüdiger ist besser als die beiden. Also. Ob jetzt beiden, ob der jetzt ein Upgrade bekommt,
macht ihn wahrscheinlich auch nicht viel besser als Rüdiger. Also von daher kann man mitnehmen, muss man nicht. Wir haben Ndombele noch mitgeholt für heute auf der 8. Wir haben Sterling am Start, den 9, bei Chelsea. Wir haben Mbappé, den haben wir ja schon getestet. Wir haben gestern nicht unbedingt gespielt. Ihr seht schon, hat er schon rasiert alles. Eusebio haben wir letztens gezogen oder gestern. Mit dem spielen wir auch noch ein bisschen heute auf for fun. Und dann, ja, würde ich sagen, komm, gehen wir in die letzte, wahrscheinlich letzte WL. For me in FIFA 22. Einfach besser heißt der. Wir haben für mich vielleicht mal. Oh, Eusebio, schönes Ding. Sterling! Uppa! That's it. That's it. Pay to Glory, Alter. Das sieht nicht nach Pay to Glory aus, obwohl da sind ein paar teure Spieler dabei. Stark, komm. Okay, take it. Er geht auch raus. Wie, bester Mann. Ja, nice team. In the dream. Oh, nice dribbling, man. Uff, oh, auch krass viel Pace, das ist krasse. Durch die Beine, oh mein Gott. Holy shit, einfach ein Varan-Footies-Tunnel gegeben. Komm, Sterling. Das muss, komm. Oh mein Gott, Raheem the Dream ist so gut, Jungs, ne? Holy shit. Das war's. Bruno Di Spiasse. Ja. Ah, so stupid goal, Alter. Hier ist Eusebio. Ja, da ist er doch. Da ist er, Eusebio wieder. Baby Salah, da ist es. Und er quittet einfach, krass. Mohamed Salah. Capri-Sun, Capri-Sun, bestes Getränk. Der Kondé ist immer der alles aufreißt. Guck mal, wie oft der Kondé immer nach vorne geht. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass er wieder zurückgelaufen ist. Der reißt immer hinten alles auf, der Meckes. Oh mein Gott, Digga. Sterling ist so gut, ne? Der ist richtig geil, Mann. Wie immer eigentlich. Eusebio! Too good. Oh mein Gott, der hat reingeschissen, der Gegner. Oh mein Gott. Was ein Run. Eusebio ist schon krank, Alter. Digga, Plan. Raheem the fucking Dream. Cheeky Finish. Das ist ein krasses Team. Ach, Van der Sar, man. So schlecht. Wie spielt der denn die ganze Zeit für eine Formation, ey? Was machst du? Was haben die mit meinem Van der Sar gemacht, Chat? Das hat er nie gemacht, sowas. What are you supposed to do bei dem Gameplay, ey? Geh! Jawohl. Das ist Karma, man, für hin und her spielen. You so stupid, Bro. Hättest einfach nur mal weitergespielt, Bruder. Niemals. Ey, Van der Sar, Mann. Warum? Ey, was hab ich denn getan, Van der Sar, die heute, Mann? Geil, der Reas King. Scoot, scoot. Oh.
Schön, neues Senior. Not bad. Good. Mein zweiter. Good. Good shit, you guys. Komm, Sterling. Komm, Sterling, komm. Good shit. Good. Oh mein Gott, was ein Gefühl. Ah, da ist er wieder, der Sterling. Boah, da, ja, da hab ich mal Dini, Chat. Deswegen hab ich mal Dini drin, Chat. Hieß, oh man. Konnte ich auch nichts mehr verhindern. Shit, man. Good shit, na. Oh, Raheem, the fucking dream. Raheem, the fucking dream, man. Geiler Spieler, man. Uff, okay, das ist auch nochmal, ja, dicke Ansage. Oh man, der im Papier ist ein Pass, ne? Schön! Eklig im Sinne von, der tritt meine Spieler gerade um, ey. Sobald ich durch bin. Guck, look this guy, man. Der kriegt keine Rot dafür, Mann! What the fuck, dude? Bam! Sterling bestrafen dafür. 2-0. Chan-Chan, der Chan-Chan, der Chan-Chan. Auch ein krasses Team, ey. Schicking, komm jetzt. Ah, ohne Time-Finish dann. Obwohl, ich habe gedrückt eigentlich. Ich habe auch wieder Time-Finish gedrückt, ne? Ich habe einen Skill-Move gemacht, kommt einfach nicht raus. Good shit. Gut. Oh mein Gott, Sterling. So krass von Sterling, Chat. Das war Sterling, Chat. Okay, letztes Spiel. Ein dickes Öler-Team hier von Hexlom, oder wie der heißt. Joa, dieser Elastico von Sterling. Oh mein Gott, der ist so gut, Mann. Dieses Spiel, Digga. Oh mein Gott, was ein Schrotttor. Digga, was ist mein Fernandinho auf einmal, Digga? Der Junge wird komplett überrundet gefühlt, Alter. Was ist denn auf einmal mein Pace? Digga, ich mach heute nur Scheißtore, ne? Ich darf mich eigentlich auch nicht beschweren, gerade was hier passiert, ne? Ey, was passiert hier, ne? Bitte, let's go, man. Let's go, man, das war's. Glück gehabt, ey. Ndombele, was ein Ball. Danke dir, Mann. Den habe ich gebraucht. Insigne ist Spezial, Jungs. Der Finesse sitzt halt immer, Jungs. Haben wir noch eine kleine Teambewertung. Ihr seht schon, ich habe die IVs rausgeholt. Da könnt ihr euch schon vorstellen, was meine Meinung zu denen sind. Ich stelle nochmal rein, wie wir es vorher hatten. So war das Team vorher. Heute muss ich sagen, Fandasat ein bisschen enttäuscht. Sehr, sehr traurig. Mein Mann. Deria war für mich immer die Nummer 2, aber ja, heute Deria wahnsinnig gehalten. Fandasat richtig reingeschissen, muss ich sagen. Richtig schlechte Torfehler gemacht. Koundé und Diego Carlos, beide in den Kombinationen, haben sehr viele Lücken hinten aufgerissen. Ich weiß nicht, ob es einen von beiden lag oder an dieser Kombi, aber es war so lückenhaft. Und dann mit diesem schlechten Gameplay, keine Ahnung, da war ich mit Varane und Maldini 100-mal sicherer hinten. Ich muss sagen, von beiden gefällt mir auch Diego Carlos einen Ticken besser, muss ich sagen. Bringt mir mehr Sicherheit und selbst wenn Koundé schon plus 2 bekommt, wird er nicht Rüdiger und sowas übertrümpfen. Irgendwie der macht immer voll oft, wenn er tackelt, diesen Rebound-Fehler. Da geht der Ball immer wieder zum Gegner. Der hat kein cleanes Tackling, gefällt mir nicht so. Pässe sind sehr, sehr gut, muss ich sagen, aber der Rest, Stellungsspiel von den beiden. Auch, ich glaube, Koundé war das, der immer nach vorne gelaufen ist. Keine Ahnung warum. Vielleicht an den Hoch-Hoch-Arbeitsgraden. Der ist halt immer nach vorne gelaufen, hat dann die Lücken hinten aufgerissen.
Ach, war nicht so. AXC hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich, glaube ich, länger spielen würde noch, die kommenden Wochen, mehr Weekend League, könnte vielleicht sogar mit, das sage ich immer oft, aber ist halt so, es kommen ja immer krassere Karten, mit einer besten oder der beste Linksverteidiger im Spiel sein. Keine 5-Sterne-Skills, aber wirklich offensiv auch eine absolute Maschine. Geile Pässe, sehr, sehr geile Pässe. Schießen kann der, ich kam zwar nicht zum Schuss, aber ich sehe es an den Freistößen. Heute kein Freistoßtor gemacht, weil ich den Sterling gegeben habe. Ich habe aber gestern ein geiles Freistoßtor mit TS gemacht. Defensiv, Stellungsspiel sehr gut. Tackling sehr gut, Pace sehr gut, kann null meckern, eine richtig krasse Karte gewesen, hat mir sehr gut gefallen. Ndombele heute auf der 8 war, okay, nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, 6 Vorlagen, habe ich gar nicht so mitbekommen. Also offensiv habe ich ihn nicht gesehen, vorne hat keine Runs gemacht, obwohl er Hochmittel hat, also ich kam selten mit dem vorne zum Einsatz. Ich fand ihn auch sehr unbeweglich, muss ich sagen, der hat 99 Dribbling. Und ich fand ihn wirklich unbeweglich, leider. Vielleicht 1,79 und fett. Keine Ahnung, hat mir, also Tripling-mäßig, könnte auch an den Servern gelegen hat, aber ich muss sagen, Sterling konnte sich ja heute auch bewegen, deswegen, ja, Tripling nicht so geil. Aber anscheinend, die Pässe waren ganz gut. Keine schlechte Karte, aber ich glaube, alle Achter, die in den letzten Tagen, Wochen rausgekommen sind, sind besser als in Ndombele. Und ja, Eusebio ist Eusebio. 13 Tore, 10, 4 Vorlagen, finde ich alles. Leider ist er doch ein bisschen unbeweglich jetzt gewesen. Ich hatte ihn viel beweglicher in Erinnerung gehabt. Da habe ich immer gesagt, gar kein Problem, dass er keine 5-Sterne-Skills hat, weil er voll beweglich ist. Aber heute war der auch sehr unbeweglich. Finishing ist aber immer noch da. Geistgeschütztes Finishing. Und Sterling, absolute Maschine für mich. Heute auf der 10 gespielt, 11 Tore, 6 Vorlagen. Ein richtig geiler Spieler. Genauso wie man kennt, Raheem the Dream, aka Raheem the Dancer. Sehr geiler Antritt, sehr geiles Pace. Also fühlt sich richtig schnell an, wie 90 da steht. Tripling ist geistgeschüttet gewesen. Heute war Game Day unspielbar eigentlich, aber man konnte mit ihm wirklich noch sich bewegen und skillen. Sehr, sehr geiles Tripling. Ist halt genau mein Spielertyp. Linkes Stick, Tripling sehr, sehr geil. Finishing war sehr geil, auch mit links. Pässe waren sehr geil. Ja, Körper könnte besser sein, aber war jetzt auch nicht so schlecht. Also ich fand auf der 10 sehr, sehr geil. Ich könnte mir auch auf den Flügel vorstellen, dass er auch hier zum Beispiel finessen kann auf der linken Seite als linker Flügelspieler. Sturm würde ich vielleicht nicht empfehlen, weil er ein bisschen körperlich schwach ist, ja, und sich nicht so durchbacken kann wie andere Spieler wie Ben Yedda oder so. Aber ansonsten, ja, für einen 10er, für linker Flügelspieler, für die Finesse, sehr, sehr geiler Spieler. Kann man mitnehmen für 180k. Ja. Das war dann ja, einer der letzten Teambewertungen wahrscheinlich. Morgen noch eine allerletzte, wenn der Mané kommt. Und that's it. Dann wahrscheinlich, wenn die Tage und die Wochen nicht mehr kommen, dann sehen wir uns mit Teambewertung im neuen FIFA-Teil wieder.